Ich habe mich auf JUVO registriert. Ihr werdet es wohl schon vermutet haben nach den letzten Wochen. In diesem Video meine Erfahrungen mit dem Registrierungsprozess, meine ersten Eindrücke auf der Plattform sowie die Einstellung des Autoinvests. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, zu einem weiteren Austausch. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern über den Hintergrund. Ja, ich bin tatsächlich vor der Kälte geflüchtet und verbringe jetzt die nächsten Wochen hier. Auch die Corona-Situation ist hier also tatsächlich wesentlich entspannter. Aber darum soll es in diesem Video nicht gehen, sondern um JUVO. Und das schauen wir uns direkt an. Ich habe vor ein paar Tagen eine Bildschirmaufnahme gemacht, wo ich sozusagen mitgefilmt habe, damit wir hier die Erfahrungen teilen können und uns austauschen können. Habe mich da mal über einen Referral-Link eines Bekannten registriert, um keine Vorteile zu verpassen. Und auf der ersten Seite muss man einfach mal den Namen eingeben, das Herkunftsland bzw. Steuersitz und die Telefonnummer. Dann eine E-Mail-Adresse wählen, mit der man sich registrieren möchte und einloggen möchte, sowie ein Passwort. Und außerdem ja, die User Terms and Privacy Policy natürlich durchlesen und, wenn man damit einverstanden ist, akzeptieren, sonst wird wohl die Registrierung an dieser Stelle vorbei sein. Außerdem kreuze ich bei B2B-Plattformen tatsächlich immer an Updates, News, Special Offers etc. Und Gott sei Dank bin ich auch not considered to be a politically exposed person. Ja, und das war eigentlich schon die Registrierung. Euch wird aufgefallen sein, mir ist zumindest aufgefallen, keinen Pass hochzuladen, kein Ausweis, kein KYC, sondern erstmal nur die Basic-Daten eingeben. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt zu den E-Mails, die ich dann bekommen habe. Und da war die erste dann, dass man die E-Mail-Adresse erstmal bestätigen muss, was ich natürlich auch gemacht habe. Und in weiterer Folge konnte man sich schon einloggen in die Plattform, habe natürlich dann mal ein bisschen herumgeklickt und auch gleich Geld überwiesen. Ihr wisst ja, überweist immer erstmal eine kleinere Summe am Anfang, um einfach mal mich mit der Plattform, mit dem Investment vertrauter zu machen und um auch so meine üblichen persönlichen Researches vor Ort zu machen, sprich mal das Team kennenzulernen, mal ins Office zu schauen und dann auch mit dem CEO mich mal auszutauschen. Und genauso möchte ich das auch bei JUVO machen und natürlich werde ich da auch die Kamera wieder mitnehmen, damit wir uns dann in weiterer Folge austauschen können. Denn ich finde, gemeinsam sind wir auf jeden Fall stärker, auch wenn jeder eigenverantwortlich dann seine Entscheidungen treffen muss. Am nächsten Tag oder etwas später, weiß gar nicht mehr genau, habe ich dann so eine persönliche E-Mail bekommen von meiner persönlichen Betreuerin. Interessanterweise war die dann auf Deutsch sogar. Und ihr seht hier, gibt man dann bei der Überweisung die persönliche Investorennummer und so einen Bindestrich Advanced to Investor Account. Bindestrich hat bei mir die Bank nicht angenommen, hat es mir angeschrieben, keine Sonderzeichen, Verwendungszweck. Hat aber auch ohne soweit funktioniert. Ich klicke jetzt mit euch erstmal die E-Mail, würde ich sagen, durch und dann schauen wir uns die Plattform an. Dann kam so eine E-Mail mit Thank you for choosing JUVO and for the deposit that you have made. Das war dann einige Tage später, gut, da war das Wochenende dazwischen und meine Bank überweist natürlich, oder wohl die meisten Banken überweisen nicht am Wochenende. Das heißt, dann kam in der Folge ein paar Tage später, als das Geld dort eingetroffen ist, diese E-Mail erst. Und zwar, dass ich eben einen Ausweis hochladen muss. Gott sei Dank habe ich für solche Fälle immer schon meine Ausweisdokumente gespeichert am Computer, habe das gleich hochgeladen. Und dann einige Stunden später, das ging sehr schnell, kam dann schon Your first deposit on JUVO is now available. Mit ein paar so Links wieder und Tipps. Ich könnte jetzt das jeweils durchlesen, ich glaube, ich brauche es eigentlich nicht vorlesen. Und dann aber das bestätigt, dass ich also ab sofort investieren darf und ja, sie weiter mir zur Verfügung stehen für Fragen. Es kam aber dann ein weiteres E-Mail, ein bisschen später. Und wie schon vermutet, ja, KYC, ne? Und Nachweis der Meldeadresse, Steuersitz etc. Und da der übliche Vorgehensweise bei P2P-Plattformen, und ich glaube, deshalb ist das Video einerseits interessant für Leute, die vielleicht P2P sind oder überhaupt nicht so beschäftigt haben, um einmal zu sehen, wie läuft da so eine Registrierung, wo ja in der Regel alles online funktioniert, wie auch bei Online-Brokern ab. Und andererseits einfach auch, falls jemand sich auf JUVO registrieren will und einfach mal sozusagen einen Blick vorher machen möchte, was meine Erfahrungen waren bei der Registrierung.
Ja, ich habe dann jetzt kein Utility Bill mitgehabt hier in Teneriffa. Das heißt also, ich habe mal meinen Steuerberater angerufen und ja, Driving License, weil sie das hier schreiben, da steht bei mir keine Adresse oben. Also ich weiß nicht, was das bringen hätte sollen. Bankslip möchte ich nicht ihnen zur Verfügung stellen. Das heißt also, im Endeffekt habe ich meinen Steuerberater angerufen und der hat mir dann eine Bestätigung über die Gültigkeit einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ausgestellt. Die habe ich dann über View Profile hochgeladen. Da wurden dann auch noch ein paar andere Dinge verlangt, die ich ausgefüllt habe. Ihr müsst verstehen, dass ich das jetzt natürlich hier großteils ausblende. Interessant auch, sie haben die Telefonnummer in Gelb hinterlegt, aber als ich dann bei denen angerufen habe, haben sie also gesagt, nee, das würde passen. Und ja, permanent Address musste ich noch eingeben und dann auch so ein bisschen was über meine beruflichen Tätigkeiten. Und interessanterweise, das Date of Birth war zwar angehakt, aber es wurde nicht angezeigt und kann man auch nicht ändern. Ja, ich habe dann wie gesagt dort angerufen, auch weil sie mal eine E-Mail geschrieben haben, dass sie mich nicht erreicht hatten bis jetzt. Und E-Mails sind ja immer mal Deutsch, mal Englisch, also die fahren da offensichtlich parallel mit automatisierten Mails und denen der persönlichen Betreuerin. Und die Verifizierung ist dann relativ schnell gegangen. Man hat auch am Telefon Deutsch gesprochen, wenn auch mit gebrochenem Deutsch. Also alles soweit bis zu dem Punkt mal, okay, weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Ich freue mich natürlich diesbezüglich auch über Austausch und eure Eindrücke. Gut, ich würde sagen, im nächsten Schritt klicken wir mal ein bisschen durch die Plattform durch. Hier Primary Market und ja, ihr wisst ja, warum ich hier bin. Ich werde jetzt nicht nochmal über IBANCA reden, also dazu, warum ich diesen Loan-Originator so gern habe, bitte die letzten Videos, falls ihr sie nicht gesehen habt, einfach verfolgen. Hier gibt es also offensichtlich einen Filter und dann klicke ich mal auf IBANCA fürs erste Filtern und jetzt sind leider momentan hier nicht so viele verfügbar. Ich habe das vorher schon mal probiert, aber immerhin und ich würde sagen, ja, was schauen wir hier sonst noch? Also es gibt hier den Auto-Invest, Secondary Market, My Investments, Account Statement, ist natürlich jetzt noch alles sozusagen leer und Currency Exchange. Ja, und außerdem hier dann Ad Funds and Withdraw. Und über Ad Funds habe ich eigentlich das dann ursprünglich gemacht. Also ich habe nicht von der E-Mail das gemacht, sondern ich war schneller als die E-Mail kam und habe also hier gleich auf Bank Transfer und Continue geklickt, Euro und das kam dann eben und da habe ich dann einfach kopiert und wie gesagt, das Problem war eben einfach der Bindestrich, den es bei mir nicht angenommen hat. Ja, so viel meine ersten Erfahrungen. Ich würde sagen, jetzt mal den Auto Invest. Create a new Auto Invest Portfolio. Nennen wir jetzt mal einfach IBANCA. Investor Account, Euro. Ja. Ja, das habe ich übrigens probiert, auch ganz am Anfang gleich. Wenn das Geld noch nicht da ist, dann kann man auch keinen Auto-Invest überhaupt mal einstellen. Portfolio Size, ja, ist mir jetzt eigentlich mal egal. Geben wir mal irgendeinen Betrag ein. Maximum Investment in One Loan, nachdem das jetzt IBANCA Loans sind, mache ich hier mal ein bisschen mehr, um jetzt, weil ich muss erst warten, bis die nächsten dann kommen und jetzt sind nicht so viele da, mache ich jetzt durchaus mal 250. Minimum Funds in Account mache ich erstmal gar keine. Scoring Class interessiert mich nicht. Interest Rate, ja gut, die werden wohl hoffentlich über 10% sowieso sein. Sonst will ich sie nicht. Ah, mindestens 11%. Ist mir eigentlich egal alles. Loan Type, Country, Originator, das ist wichtig. IBANCA. Sagt mir gerne, was ich da noch sonst vielleicht ausfüllen sollte. Ja? Also Buyback-Garantie. Also das sind nur wie viele Tage, ja gut, das nehme ich so wie es kommt. Loan Extension ist mir auch egal. This period is left until loan is fully repaid. Ja, mindestens einen Monat, glaube ich, sollte man hier angeben. Der Peerberry hat mich da jemand aufmerksam gemacht, ja, in meinem letzten P2P-Update. Vielen Dank an dieser Stelle. Wirklich, dieser Austausch hilft uns echt gegenseitig, wirklich. Das Problem ist, wenn die Phase zu kurz ist, hat mir der Kollege im Kommentar erklärt, dann ist sozusagen so gering, dass durch die Rundung einfach schlichtweg keine Zinsen ausbezahlt werden, weil es einfach so weit hinten im Komma-Bereich wäre. Und um das zu vermeiden und nicht sozusagen unnötig das Geld irgendwo reinzuparken, wo es aber dann nicht wirklich verdient, ist es gut, hier zumindest ja, so eine Mindestzeit einzustellen. So, ja, ich würde jetzt das mal so fürs Erste erstellen. Und nochmal ganz wichtiger Hinweis, keine Anlageempfehlung, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Also ich zeige wirklich nur, was ich mache und freue mich diesbezüglich über Austausch.
Minimum Funds in the Account is required. Ja, dann 0. Create. So. Maximum Investment Amount in one loan is 100. Weil das ist aber wenig, ne? Da komme ich ja nicht weit im Moment. Okay. Ja gut, und dann müssen wir mal schauen, dass dieses Ding hier auch arbeitet. Muss man auch Play drücken. Yes. Ja, und jetzt müssen wir mal schauen, ist da schon was in My Investments? Na bitte, das ging ja fix. Jetzt, vielleicht sollte ich mal den Alexander Melis, den CEO von IBANK, anrufen und fragen, wann er die nächsten Loans online stellt. Ja, ich würde sagen, das war es auch schon für dieses Video. Ich freue mich auf weiteren Austausch in den Kommentaren. Alles Gute und bis bald. Tschüss, euer Bernhard.